Der Sandberg. Meereslebewesen gehen dorthin, um einen Nachmittag voller Stürze zu genießen. Thaddäus, bin ich froh, dass du hier bist. Ich muss mir noch mal deine Zahnbürste ausleihen. Was? Du hast sie schon mal benutzt? Oh ja, schon oft. Ich dachte mir, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Gut, ach, was reg ich mich auf? Ich bin sowieso ein Wrack. Ich wollte nur ein paar Entspannungsübungen machen, um mich von diesem Roboter-Chaos zu erholen. Und jetzt ist alles dahin. Wegen einer Zahnbürste? Nein, wegen diesen blöden Robotern. Sie haben die Skipisten erobert. Wie soll ich Skifahren, wenn diese hässlichen Dinger jeden verprügeln? Hör zu, SpongeBob, du musst mir helfen. Ich hab halt nicht mehr alle Murmeln beisammen, wenn ich nicht ein wenig Ruhe finde. Ich habe festgestellt, dass man seine Murmeln nicht mehr so oft verliert, wenn man sie in einen Beutel steckt. Ich habe meinen hier. Er ist wunderschön bestickt mit... Vergiss die Murmeln! Ich habe eine bessere Idee. Wenn du die Roboter am unteren Ende jeder Piste beseitigst, gebe ich dir einen dieser goldenen Pfannenwender. Tja, ich weiß nicht. Der Riesenspaß, den Murmeln machen, ist schwer zu übertrumpfen. Okay, okay. Ich gebe dir einen pro geräumter Piste. Also, das ist mal ein Angebot. Hallo, mein liebster Freund auf dieser Welt. Ich habe noch einen goldenen Pfannenwender für dich gefunden. Oh, Junge, kann ich den haben? Klar, wenn du dich in diese Grube stürzt. Geht es nicht auch sicherer? Was habt ihr Leute immer mit eurer Sicherheit? Vermutlich könntest du einen Bungee-Sprung machen. Nur weiter so, Kumpel. Und vergiss nicht, mir bei der Sache mit dem Abfalleimer zu helfen. Ich bin diesen Hügel schon 100-mal runter, meistens rollend. Diese Rotznasen finden es lustig, mich zu schubsen. Aber wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Herzlichen Glückwunsch! Du hast mit Bravour bestanden. 2 Stunden später. Ich fliege wie der Wind und gleite wie eine Meeresbiene. Wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Frisch wie eine Frühlingsbrise.
Glückwunsch, SpongeBob. Du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist ein goldener Pfannenwender. 346 Minuten später. Niemand ist schneller als ich. Meine Zeit auf dieser Piste ist unschlagbar. Ich gebe dir einen goldenen Pfannenwender, wenn du meine Zeit schlagen kannst. Glückwunsch, SpongeBob! Du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist ein goldener Pfannenwender. Sechseinhalb Stunden später. Haha, Neptun sei Dank, du hast es geschafft. Jetzt kann ich meine Ausrüstung holen und in Frieden Skifahren. Ich fürchte, Patrick hat sich die Sachen ausgeliehen. Was? Wer hat gesagt, dass er das darf? Ich. Ich dachte mir, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Mal wieder. Macht mich nicht heiß? Natürlich macht mich das heiß. Das ist die teuerste Skiausrüstung, die man sich kaufen kann. Und was macht Patrick damit überhaupt? Er weiß doch nicht mal, wie man Ski fährt. Ich möchte jetzt ins Warme.